Herzlich willkommen beim dritten Video über die Daimyo-Serie, einer Schwertserie über relevante Personen aus der japanischen Geschichte. Heute geht es um das Toyotomi Hideyoshi-Katana von der Marke der Shogun. Das wird in so einer Box geliefert und was genau da drin zu finden ist, das schauen wir uns heute zusammen an. Toyotomi Hideyoshi war einer der bekanntesten Daimyo, also Lokalherrscher in der japanischen Geschichte. Er hat gelebt zur wilden Sengoku-Zeit, als viele Lokalherrscher gegeneinander gekämpft haben. Er hat es aber zusammen mit zwei anderen Persönlichkeiten geschafft, aus dem geteilten Japan wieder einen gemeinsamen Staat zu formen. Und deswegen trägt er auch den Beinamen der zweite Einiger des japanischen Reiches. Der erste Einiger des japanischen Reiches ist Oda Nobunaga, dem ebenfalls ein Schwert aus der Daimyo-Serie gewidmet ist. Und der dritte ist Tokugawa Ieyasu, der das Tokugawa-Shogunat begründete. Wenn du mehr über das Leben von Toyotomi Hideyoshi erfahren willst, dann schau dir das Video hier oben an. Und wenn es dir jetzt hier nicht angezeigt wird, ich glaube, das ist bei Mobilgeräten häufig der Fall, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung, da schreibe ich einfach den Link rein. So viel zum historischen Hintergrund, jetzt schauen wir uns das Schwert mal an. Der Griff ist mit einem hellbraunen Griffband aus Baumwolle gewickelt. Auf Kashira und Fuji sind kämpfende Samurai abgebildet. Der Griff besitzt zwei Mekugi und Menuki in Drachenform. Die Tsube zeigt Toyotomi Hideyoshi. Zu seiner Abbildung auf dem Schwert erzähle ich später noch was. Das Sageo-Band aus Baumwolle ebenfalls in Braun gehalten, dieselbe Farbe wie das Griffband. Die Klinge aus 1045er Kohlenstoffstahl ist scharf geschliffen. Hier an der Schneide besitzt sie eine eingeschliffene Hammon. Das Gewicht der Klinge ist reduziert durch die Bohi-Hohlkehle. Vorne setzt sich die Klingenspitze deutlich vom Korpus der Klinge ab. Die Klinge ist grundsätzlich für Schnittübungen geeignet. Wir empfehlen, wenn so ein Schwert wirklich für Schnittübungen benutzt werden soll, immer noch das zusätzliche Schleifen in unserem Shop dazu zu buchen. Als Schnittziele für so 1045er Klingen geeignet sind weiche Ziele, also zum Beispiel Kunststoffflaschen, Schwimmnudeln oder Früchte. Härtere Ziele empfehlen wir eigentlich nicht damit zu schneiden, weil sich die Klinge relativ schnell verbiegen kann, wenn der Schnittwinkel nicht passt beim Schneiden. Trotzdem haben wir mit einem anderen Schwert aus der Daimyo-Serie, und zwar dem Takeda Shingen Katana, mal getestet, was so alles damit geht, und haben Tatami-Matten damit geschnitten. Theoretisch halten die Schwerter das also aus, aber wie gesagt, wir empfehlen wirklich eher leichte Schnittziele zu benutzen, gerade wenn man noch nicht so viele Schnittübungen gemacht hat. Dann zeige ich euch noch die technischen Daten des Schwertes. Die Gesamtlänge des Schwertes ohne Schwertscheide ist etwas über 1 Meter. Die Grifflänge ab der Tsuba gemessen ist ungefähr 29 cm. Die Klingenlänge bis zur Tsuba ist knapp unter 73 cm. Die Klingenbreite an der Habaki ist ungefähr 3,2 cm. Bei einer Stärke von knapp 7 mm. Und vorne an der Spitze sind es 2,3 cm bei einer Stärke von etwas weniger als 5 mm. Toyotomi Hideyoshi trug in der Schlacht eine auffällige Rüstung mit einem besonders auffälligen Helm. Und mit diesem Helm ist er auch auf der Tsuba von dem Schwert abgebildet. Das war also unser drittes Video über die Daimyo-Serie. Wenn du die anderen beiden Schwerter sehen willst, dann schau dir doch unser Video über das Takeda Shingen Katana an und unser Video über das Oda Nobunaga Katana. Viel Spaß dabei, also dann mach es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.